Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Icewind Dale. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir den Geist von Kresselack getroffen, beziehungsweise, ja genau, der Geist. Und dieser hat mir gesagt... Ja. Dass hier eine böse Priesterin haust und dass wir ein bisschen dass wir dann von ihm erfahren, wer für das Böse im Tal verantwortlich ist. Außerdem ist das dann die Wiedergutmachung dafür, dass wir seine Wächter erschlagen haben, die uns erschlagen wollten. Weiter! So, deswegen erst einmal raus aus Kresselacks Gruft. Ja, diese mit Italien verzierte Steintafel, die Inschrift Kresselack, der schwarze Wolf. In Ordnung. So, jetzt sollte unser Geisterfreund hier unten mal wieder respawned sein, also der Schatten der Niedere. Okay, er ist nicht respawned. Hat. Ja, und wahrscheinlich hier im Eishöhlental werden wir die Priesterin finden. Wir haben da ja ein Lager gefunden bei den Yetis, was nicht von den Yetis ist. Aber ja, erst einmal das ganze Zeug, was wir so mit uns rumschleppen, verkaufen. Hoffen, dass wir alles Geld in Geld verwandeln können. Es soll geschehen. Also erst einmal beim Schmied Waffen und so verkaufen. Dann Trödel beim Gemischtwarenhändler gucken. Ah, Tränke bei Oswald verkaufen, auf jeden Fall. Weiter! Ja. Also ja, die zwei Händler sind was wert, die erstklassigen. Also verhältnismäßig was wert. Kettenhemd. Die alte kaputte Rüstung ist 200 wert. Gut, dass wir die mitgeschleppt haben. Erstklassige Langschwerter, die sind was wert. Streitkolben auch. Für die Schleuder kriegen wir wenigstens eins. Und ja, den Kurzbogen können wir auch verkaufen. Kurzbogen, Langbogen, erstklassiges Zeug verkaufen. So, erstklassiger Morgenstern, Kriegshammer, Schienenpanzer. Kriegshammer plus 1, weil der ist nicht so besonders. Dolch plus 1 muss ich gucken. So, Kurzbögen. Erstklassiges Kurzschwert. Schauen wir mal kurz. Also die Schlüssel, die können alle erstmal zu
Team Rita. Ja, das Katana plus 1 behalten wir erstmal. Obwohl wir es auch verkaufen könnten, wahrscheinlich. Der Dolch gehört dir, das Ding nach da oben. Und ja, den Streit kommt, den behalte ich auch erstmal. Okay, wir haben alle Zauber aufgebraucht. So, das sind unsere ganzen Schlüsselrequisiten. Erstklassige Pfeile, davon hast du doch schon welche, oder? Hm, nicht wirklich, okay. Bin mir halt gerade nicht ganz sicher, was sie eher benutzen sollte. Das ist noch eine Schleuder plus 1 auf Bögen. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Nein, nicht gewiss. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich den verkaufe, ja, da sind die anderen nicht mehr so viel wert. Da, Kurzbogen, es ist nur noch 300 wert. Hammerwurfpfeile und so brauchen wir auch nicht, so. Gut. Für ihn hätten wir gerne ein paar Fackeln. Ja, wie gesagt, Pfeile. So. Pfeile müssen wir mal gucken. Ja, vorwärts. Weiter. Das habe ich übrigens so gar nicht mehr in Erinnerung, dass das Zeug immer weniger wert wird, je mehr wir davon verkaufen. Doof, hätten wir das früher gewusst, hätten wir alle Bögen auf einmal verkaufen können. Aber ich mache mir jetzt nicht die Mühe, neu zu laden, um die plus 1er Bögen alle auf einmal zu verkaufen. Wir kriegen noch mehr als genug Geld zusammen. Ich meine, wir haben ja jetzt schon eine schöne Ausbeute gemacht. Gewiss. So, du kaufst uns ja, soweit ich weiß, ja, die Schlüsselsachen ab. Die könnten wir auch theoretisch bei dir zurückkaufen. Ja, die beiden Dinger bringen leider nichts. Armbänder und Riemen. Mal gucken, wie teuer die Munitionstasche war. So, hier das ganze Schmuckzeug verkaufen. So. Vorwärts!
Jetzt sollten wir auch die Rüstung kriegen. In Ordnung. Durch die Yeti-Pilze. Also die wir durch die Yeti-Pilze gemacht haben, weil wir haben schon den 10. Tag. 11. Stunde. Das heißt, wir sind schon 2 Tage drüber. In Ordnung. Es soll geschehen. An dem Gestank könnt ihr wahrscheinlich schon erkennen, dass eure Rüstung aus Yeti-Leder fertig ist. Es wird viele Monate dauern, bis der Geruch sie verzogen hat und ich werde nicht noch einmal mit Yeti-Pilzen arbeiten. Kann ich aber sonst noch irgendwie behilflich sein? Ja, ich möchte Zauber kaufen. Ja, was habt ihr im Moment anzubieten? Also der Yeti-Harnisch. Schick. So, mal gucken, was können wir verkaufen? Den Karawanenvertrag leider nicht. Vielleicht können wir den an den Gemischtwarenhändler. Muss ich nochmal gucken. Ja, Fallen finden und Gesang und Infravision können wir auf jeden Fall. Verstricken kann keiner nutzen von uns. Stärkung kann man nutzen. Blindheit können wir verkaufen. Schutz gegen Feuer behalten wir. Aganasas Hexerei behalten wir auch. Stärke können wir auch behalten. Stille und Personenfest drin brauchen wir nicht so unbedingt. Sprühende Farbenschild auch nicht. Schockgriff auch nicht. So. Gut. Schauen wir uns die Yeti-Rüstung an. Dieser spezielle Lederharnisch wurde von Conlan geerbt und von Oryk verzaubert. Oryk konnte die natürliche Schwäche gegenüber Feuer nicht ganz ausmerzen. Dafür schützt er etwas gegen Kälte. Oh, der ist verdammt gut gegen für Diebe. Rüstungsklasse 5, 7 gegen Stich und Geschoss. Kältewiderstand plus 15%, Feuerwiderstand minus 3. Gut, muss man mitleben. Jedenfalls so lange, bis wir was Besseres finden. Schlösser öffnen, Fallen finden und Taschendiebstahl sogar leise und bewegen und im Schatten verstecken. Das ist ja eigentlich genau für sie hier die passende Rüstung. Müssen auch da mal gucken hier drin, was wir hier verkaufen können. Und ich habe vergessen zu gucken. Hast du die Munitionstasche? Nee, du hast einen Gürtel des Gond für Schlösser öffnen und Fallen finden. Und was macht die Robe der Erlösung? Rüstungskarte? Magierzauber. Magiewiderstand. Das ist eine geile Rüstung auf jeden Fall. Und dann immer volle Beutel natürlich. Sonst hast du nichts Besonderes. Freundschaft mit dem Skarabäus. Ja. Na dann. Wie kann ich vorwärts? Weiter! Einverstanden! Ja? Dein Befehl? Gewiss! Im Beskaka, ich habe mir gerade nicht eine sprühende Farbe verkauft. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Und nein, den Karawanenvertrag will er leider nicht haben. Ja, vorwärts! Weiter! Gut, war er es dann mit dem Munitionsbeutel?
Das wäre nämlich auch recht praktisch, den zu haben. Zumal ich ja hoffe, dass die Enhanced Edition den Bug nicht mehr hat, den das Original hatte. Oder war es Icewind Dale 2? Auf jeden Fall, es gab, einer von beiden Teilen hatte ein Problem, wenn man zu viele Behälter mit zu vielen Items darin mit sich rumtrug, dass dann das Spiel arg geleckt hat. Was hast du eigentlich alles so, was hübsch und schön ist? Also ja, Kurzbögen natürlich, wird der einen Haufen Geld, wenn wir einen zurückkaufen würden.